Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Squad-Builder auf unserem Kanal. Und ja, ihr seht wie das Team heißt. Dream, Ibra und ja, Ibra, der Gott. Ibra ist einfach so geil, ich hatte ihn als Leihspieler schon. Und ja, Ibra ist einfach richtig geil. Ich kann ihn mir nicht leisten, aber ich will ihn haben irgendwann, wenn ich ihn mir leisten kann. Und deswegen habe ich hier dieses Team schon mal gebaut für den Moment, an dem ich ihn mir leisten kann. An dem ich Ibra spielen werde dieses Jahr. Und ich hoffe, das ist relativ bald der Fall. Ja, im Team of the Year wird er dann ein bisschen sinken. Sonst muss ich irgendwie noch mir die Coins ansparen. Und ja, im Hintergrund seht ihr das Team Neuer im Tor. Hummels und Boateng davor. Die deutschen Innenverteidiger, ja, Hummels, gutes Defending, er ist ja mega groß und auch ein solides Tempo hat er, und Boateng ist einfach richtig krass, dazu braucht man nicht viel zu sagen. Ja, dann Lahm als ZDM, er kann wirklich ja defensiv alles wirklich sehr stark, Philipp Lahm. Ja, offensiv kann das nicht so wirklich, aber das ist auch gar nicht so sein Spezialgebiet jetzt, vor allem auf der Position hier. Dafür gibt es dann nämlich die anderen, Santi Cazorla zum einen auf der linken Seite. Der kann natürlich richtig gut passen, dribbeln, kann gut schießen, hat ein solides Tempo und auch so ein bisschen defenden kann er auch noch. Hat da so im Hinterkopf irgendwo, wie defende ich. Und ja, der Linksverteidiger dann Azpilicueta, der Spanier aus der Barclays Premier League. Und ja, 80er Tempo, gutes Defending Stats und auch gute Physical Werte da. Azpilicueta, und dann kommen wir zum linken Flügel. Das ist Alexis Sanchez, ihr seht im Hintergrund. Gutes Tempo und einen sehr guten Schuss. Dieses 88er Dribbling dazu noch, die 4 Sterne Skills. Also Sanchez auf jeden Fall sehr gut. Dachte ich mir, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren da auf dem linken Flügel, wenn man sich jetzt gerade nicht so Ronaldo mal so nebenbei leisten kann. Ja, wir kommen zur rechten Seite, das ist dann die Pariser Seite und ja, als Rechtsverteidiger habe ich dann Aurier reingetan, der Code, der Ivora, und ja, er kann wirklich gut rennen und hat auch gute Physical Stats. Hier seht ihr es nochmal, hohe Anwaltsraten dazu. Und dann der zentrale Mittelfeldspieler ist Pastore. Der hat sich ja richtig, richtig gut entwickelt. Sieht jetzt wirklich sehr, sehr stark aus und Longshots kann der Kerl wie kein anderer. So viel weiß ich schon von ihm. Sonst kann ich nicht so wirklich viel über ihn sagen, aber er hat ein gutes Dribbling, guten Passwert und kann gut schießen und ein solides Tempo hat er auch noch. Ja, dann rechts außen ist Lukas, er ist natürlich sehr schnell unterwegs und wenn du einen Zlatan in der Mitte hast, dann kommst du entweder mit deinen Skills rein, mit einem 87er Dribbling, was Lukas hat, oder er bringt ihm die Flanke mal auf den Zlatan und dann kommt Zlatan und dann ist das Ding drin. Ja, passend dazu natürlich das Paris T-Shirt an, Retro-Style-mäßig. Und ja, Ibra 73er Pace, 90er Schuss, 86er Physical Sets. Ja, 1,95 ist der große, den lila Ibra kann ich mir wahrscheinlich nie leisten werden dieses Jahr. Aber den normalen Ibra will ich auf jeden Fall mal spielen. Und ja, ihr seht, das ist Ibrahimovic und Ibrahimovic ist wirklich krass. Sonst probiert einfach mal den Leihspieler, wenn ihr Ibra-Leihspieler zur Verfügung habt. Testet ihn auf jeden Fall mal aus. Und ja, das war jetzt mein Dream Ibra Squad in der 4-3-3-3-5 Formation. Und wenn euch dieses Team auch gefällt und ihr es euch leisten könnt, dann könnt ihr es ja ausprobieren und auch mal schreiben, wie es euch so gefällt oder wie die einzelnen Spieler euch so gefallen. Und ja, sonst lasst auf jeden Fall einen Like da, wenn euch das Team gefällt, und lasst ein Abo da, um mehr von uns zu sehen, und vielleicht kann man sich ja dann irgendwann mal Ibra leisten und dann werdet ihr Ibra auch sehen als Gameplay. Und ja, jetzt sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also haut rein und Servus!